So gut war Walter Frosch wirklich. Ja, alles in Ordnung. Ergebnis eigentlich verdient. Für die anderen, aber Speise hat er, wenn man immer zulegen. Walter Frosch war ursprünglich Schornsteinfeger und ja, ihr habt richtig gehört. Erst mit 19 Jahren begann seine Karriere als Fußballer, als er in die Regionalliga wechselte. Im Laufe seiner Karriere standen so einige sehr, sehr lustige und kuriose Momente. Und die kann man sich heutzutage wirklich nicht mehr vorstellen. Denn in einer Saison unterschrieb Walter Frosch einfach zwei Verträge für zwei verschiedene Vereine. Und zwar für den FC Bayern München und für Kaiserslautern, aber das ging natürlich nicht. Deshalb gab es einen Streit zwischen den beiden Vereinen und auch dem DFB. Und jetzt ratet mal, was Walter Frosch währenddessen machte. Er chillte einfach ein paar Wochen auf Mallorca. Was ein Macher. Lass jetzt ein Follow da, wenn du Fußball liebst.